Hallo, mein Name ist Mario und dies ist mein dritter Teil in meiner brandneuen Serie Schwierige Fragen von Atheisten an Christen. Eins der wichtigsten Argumente, was Atheisten gerne an Christen richten, ist, die Wissenschaft hat doch schon längst bewiesen, dass ein Glaube an einen möglichen Gott schon längst überholt ist und auch unwissenschaftlich. Ich als überzeugter und begeisterter Christ würde natürlich sagen, es ist nur logisch, an einen genialen Gott und genialen Konstrukteur zu glauben. Wir haben uns erinnert an berühmte Philosophen wie Demokrit, Aristoteles oder Immanuel Kant, die das Prinzip der Kausalität beschrieben haben, dass ein komplexer Umstand eine komplexere Ursache oder einen genialen Konstrukteur erfordern. Nun, eine Sache, die ein Hinweis ist auf die Existenz Gottes, nun, wir können Gott nicht beweisen, sonst wäre er nicht Gott. Er ist nicht messbar mit unseren wissenschaftlichen, physikalischen Messgeräten, sonst wäre er nicht Gott, weil er ist außerhalb von Raum und Zeit. Aber es gibt sehr viele logische Hinweise darauf, dass es Gott geben muss. So ist zum Beispiel der Umstand der Moral. Nun, was ist Moral? Moral ist das, was wir jeden Tag tun. Wir unterscheiden jeden Tag Sachen oder Personen und tun sie in die gute Kiste, Sachen oder Personen und tun sie in die schlechte Kiste. Wir unterscheiden jeden Tag zwischen Gut und Böse und danach, nach diesen Ideen, richten wir auch unser Leben aus. Nun, ich würde mit Ihnen übereinstimmen, dass Moral nicht festgelegt ist in unser Erbgut, auch nicht festgelegt ist in einem Trieb oder in einem Instinkt, sondern dass Moral etwas ist, was wir in unserer jeweiligen Gesellschaft gelernt haben. Von unseren Eltern, von unseren Lehrern, von unseren Freunden. Und wenn das wahr ist, dann haben das unsere Eltern auch von ihren Eltern gelernt und immer so weiter bis zu dem ersten Menschen. Nun, ich weiß, dass die Evolution behauptet, dass der erste Mensch vom Tier abstammt. Nun, ich würde als logisch denkender Christ es als viel einsichtiger finden, dass der erste Mensch nicht nur von einem genialen Konstrukteur geschaffen worden ist, sondern dass dieser geniale Konstrukteur dem ersten Menschen auch die Moral mitgegeben hat, weil unser Konstrukteur ein moralisches Wesen ist, wie sich es auch später in den 10 Geboten darstellt. Ein Tier hat zwar einen Instinkt, unterscheidet sich aber von der menschlichen Moral, denn Moral kann auch irregeleitet sein, so wie auch in Deutschland vor 70 Jahren die Moral besagte, dass ein Jude ein Untermensch ist und vergast werden darf. Unter den Tieren gibt es kein Auschwitz. Dafür ist der Mensch leider einzigartig. Nun, ein untermauerndes Beispiel davon ist die Auffindung des Wolfsjungen Victor von Aveyron. Er wurde 1797 gefunden in den südfranzösischen Wäldern. Interessanterweise, dieser 10-jährige Junge wusste nicht, was Moral war, weil er unter Tieren aufgewachsen war. Und interessanterweise wusste er auch nicht, wie man sprechen konnte. Die Frage, der Ursprung der Sprache des Menschen ist auch eine Frage, die sehr interessant ist und auch ein Hinweis auf Gott. Schon Friedrich II. 1212 versuchte, die Ursprache herauszufinden durch einen unmenschlichen Versuch, indem er Kinder isolierte von ihren Eltern und ihren Hebammen befahl, nicht mit ihnen zu sprechen. Alle starben. Friedrich versuchte zu beweisen, dass Hebräisch die Ursprache sein sollte. Er konnte es nicht beweisen und stellte seine unmenschlichen Versuche ein. Nun, wenn Sprache auch etwas ist, das wir lernen müssen von unseren Eltern und so weiter bis zum ersten Menschen, wer hat dem ersten Menschen die Sprache beigebracht? Das ist noch eine unbeantwortete Frage in der Geschichte der sogenannten Etymologie, das heißt die Herkunft der Sprache. Natürlich können auch Wölfe heulen und darauf hinweisen, wer ist der Stärkste oder wo gibt es Futter. Aber ich spreche von Sprache im Sinne von Schiller, im Sinne von Lessing, im Sinne von Goethe. Ich spreche von abstrakten Gedanken, dass wir uns heute über die Existenz Gottes unterhalten. Auch das ist für mich ein Hinweis, dass
es etwas Höheres geben muss. So wie der Hunger ein Hinweis, nicht der Beweis, aber der Hinweis darauf ist, dass es etwas zu essen geben muss und der Durst ein Hinweis darauf, dass es etwas zu trinken geben muss. Auch die Existenz von Liebe ist für mich ein sehr wichtiger Hinweis. Wenn Liebe nur durch Liebe entstanden ist, wer hat dem Menschen Liebe ins Herz gepflanzt? Ich spreche von diesem genialen Konstrukteur, der nicht nur ein moralisch perfektes Wesen ist, sondern der uns auch liebt, auch über unsere Fehler hinaus, die wir gemacht haben, und der Frieden mit uns gemacht hat in Jesus Christus. Durch ihn können wir den genialen Charakter und das geniale Wesen von Gott erkennen. Ich wünsche Ihnen, dieses Wesen, Gott, Ihren Schöpfer, kennenzulernen. Er verlangt nicht von Ihnen, dass Sie gewaltsam an ihn glauben. Das ist nicht möglich. Aber er lädt Sie ein, ihn kennenzulernen. Je mehr Sie ihn kennenlernen, je länger Sie ihn kennenlernen, wird dieser Glaube, dieses Vertrauen in ihn ganz natürlich wachsen. Das wünsche ich Ihnen von Herzen.